Herzlich willkommen zu TerraTech Worlds. Es ist ein Sandbox-Game, wo ihr als ganz, ganz kleiner Roboter anfangt und euch versuchen müsst, immer, immer weiter auszubauen, um größer und stärker zu machen. Dieses Video ist sponsored von Payload Studios und wir gehen jetzt einfach mal rein. Viel Spaß! Okay, da sind wir. Wir sind quasi die Vorhut der Menschen mit unserer kleinen Mini-Drohne hier. So, ich bin super gespannt, weil ich den Vorgänger richtig viel gespielt habe. Ist irgendwie schon 10 Jahre her oder so. Damals hatte ich sogar Videos dazu gemacht. Die kleine Maschine da unten, das sind wir und wir müssen uns jetzt richtig massiv ausbauen, Step by Step. Als erste Aufgabe sollen wir einen Tech Yard platzieren. So, Tab drücken für Baumodus. Hier ist der Tech Yard. Okay, würde ich einfach mal hier hinsetzen. Claim E. Als nächstes müssen wir wertvolle Ressourcen finden. Auf jeden Fall, das Gebiet gehört jetzt schon mal uns. Und wir können jetzt hier irgendwie Step by Step eine Base ausbauen, mit dessen Hilfe unsere Drohnen immer weiter ausbauen. Was haben wir noch dabei? Hier haben wir Munition, hier haben wir die Waffe und hier haben wir ein paar Verbindungsstücke. So, wir sollen jetzt erstmal Eisen einsammeln. Was haben wir hier? Shrub, also ein Strauch. Und hier kriegen wir Kohlenstoff. So, und das können wir jetzt hier alles abbauen und einsammeln. Was war das bitte? Okay, krass, wir haben sogar Schaden bekommen jetzt. Gut, die sollte ich erstmal in Ruhe lassen. So, wir müssen Eisen finden. Rein theoretisch müssten hier irgendwo auch andere Drohnen rumfahren. Und wenn wir die zerstören, können wir von denen die Teile annehmen. Da hinten sieht es fast so aus, als wäre was. Das sieht aber größer aus als wir. Wir haben doch hier noch diese Waffe. Kann ich schon draufhauen irgendwie? Die kann ich hier schon hinzufügen. Okay. Rechte Maustaste zum Schießen. Kann ich die von hier schon treffen? Ja. Das ist halt fies, weil das zwei sind. Ich will unbedingt die Teile von dem haben. So, den hätten wir. So. Hier haben wir noch ein neues Verbindungsstück. Ich frage mich, ob es irgendeine Taste gibt, dass ich das direkt aufheben kann. Ja, einfach nur drüber fahren. Okay, ist da. Ich versuche erstmal Eisen einzusammeln. Das hier sieht eigentlich aus wie Eisen. Ja, ja, genau. Genau das müssen wir einsammeln. Fahren, ne? Okay, jetzt haben wir 27 Eisen bekommen. Und hier ist die Plattform, die sollen wir bauen. Die machen wir ja genau, dafür brauchen wir Eisen und Kohlenstoff. Die sollen wir jetzt platzieren. Okay, die kann ich auch drehen, wenn ich will. Würde ich hier ransnappen irgendwie. Okay, machen wir erstmal hier hin. So. Und wir brauchen noch eine Ramp. Herstellen. Einmal drehen, bitte. Drehen ist WASD. Hätten wir auch. Und eine Workbench brauchen wir noch, damit wir mehr Teile herstellen können. So, dafür brauche ich aber noch ein bisschen Kohlenstoff. Hier kriegen wir Aluminium. Das brauchen wir. Oh, da hinten ist wieder ein Roboter. Ah, hier sind auch Bäume, da kriegen wir auch Kohlenstoff. Ziemlich safe. Ja, okay. Ui, er dauert nur ewig. Schaut mal rechts oben. Na gut, ich zieh mal durch. Wir brauchen unbedingt eine zweite Abbaukanone, ey. Das müsste jetzt einiges an Kohlenstoff bringen eigentlich. Das hier können wir auch noch mitnehmen. Okay, alles klar. Theoretisch können wir jetzt die Workbench bauen. Workbench. Hergestellt. Kann ich noch eine Plattform herstellen? Ist ja nicht so teuer. Ich mach mal gleich ein paar mehr. Dann holen wir hier die Plattform erstmal hin. Und jetzt die Workbench. Machen wir hier hin. Wir brauchen jetzt noch Strom. Damit die Workbench funktioniert. Wir brauchen einen Carbon-Generator. Hier, Carbon-Generator. Den hier. Interact E. Rein da. Okay, er müsste jetzt laufen. Ist zumindest grün. So, einen Kohlenstoff aller 30 Sekunden verbrauchen wir. Und damit generieren wir 50 Einheiten Energie. Jetzt will ich mal gucken, was ist denn hier jetzt? Das sieht so aus. Ah, können wir hier Sachen reinhauen oder was? Ah, guck mal, jetzt schweben wir hier. Hier sollen wir quasi unsere kleine Drohne dann ausbauen. Ich verstehe. Alles klar, ich hole erstmal noch ein bisschen Kohlenstoff rein. Übrigens, wir sehen hier einmal Health, also wie viel HP dieses Vorkommen hat. Und dann, wie viel Ressourcen wir rausbekommen, diese 53%. Und guck mal, das geht immer weiter nach unten. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir bessere Abbaukanonen haben, dass wir dann deutlich mehr rausbekommen würden, bevor wir das zerstören, wisst ihr? So, ich brauche noch Kohlenstoff. Hier haben wir noch ein bisschen was. Ich könnte halt auch einfach noch so einen Baum abbauen. Das dauert halt noch übelst lange. Oho, weil da hinten, schaut mal.
Der fährt einfach so über das Wasser rüber. Okay, wir haben genug Kohlenstoff. Oh, nee, das sind die Bösen. Lassen wir... Nein! So, aber hier ist noch Kohlenstoff, das nehme ich noch mit. Oho! Der wurde gerade zerstört! Von der Blume! Wenn ich die nicht angreife, macht die, glaube ich, nichts, ne? Jo, wir können die alle einsammeln, jetzt die Teile. So. Voll gut! Okay, wir machen eben nach Hause, weil dann kommen wir an diesen Baumodus, wo wir so schweben. Unser Zuhause ist da hinten. Mit dem Kohlenstoff. Okay, wir sollen jetzt Kohlenstoff in den Generator tun. Das habe ich zwar schon gemacht, aber ich breche mal ab eben. Carbon rein. Jetzt habe ich ihn eigentlich aktiviert. Jojojo, okay, wir haben gelöst die Aufgabe. So, wir sollen jetzt einen Fabrikator an der Workbench herstellen. Supply Fabricator. Machen wir? Das ist bestimmt riesig, oder? Ich baue mal noch ein paar Plattformen. Am Ende verbinden die Plattformen auch den Generator mit allen anderen Geräten. Also das ist auch unsere Stromverbindung etc. Okay. Hier mal einen hin. Hier. Und hier. Ich baue ihn erstmal hier hin. So. Interagieren. Ah, hier können wir Muni herstellen. Sehr gut. Leichte Munition, schwere Munition, Granaten, Raketen, Plasma. Hierfür brauchen wir Aluminium und Kohlenstoff für die leichte Muni. So, gut. Und jetzt brauchen wir noch die Refinery. Dafür brauchen wir noch Aluminium und Kupfer für die Refinery. Ich würde mal eben versuchen, den kleinen auszubauen hier. Tab. Okay, so sehen wir übrigens aktuell aus der Nähe. Also, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein paar Konnektor. Wir haben sogar ein paar Räder bekommen. Den hier könnten wir zum Beispiel hier hin platzieren. Sehr gut. Wie kann ich Blöcke herstellen? Okay, also im Fabrikator machen wir nur Munition. In der Workbench. Hier, Blockfabrikator. Das brauchen wir, damit wir uns ausbauen können. Okay, und dafür brauchen wir aber raffiniertes Eisen und Kupfer und Silikon. Das heißt, wir brauchen wirklich erstmal die Raffinerie. Alles klar. So, wir müssen Kupfer finden, Leute. Was ist das hier? Hier kriegen wir Trümmer und Silikon. Ich muss Kupfer finden. Was ist das da oben, ey? Uff, das da hinten sieht aus wie die übelste Riesenbase. Ich hab kaum Power, hier hochzukommen, ey. Kupfer! Sehr gut. Genau das brauchen wir noch. Wie viel haben wir denn bekommen? 3. Nein, nicht runterrollen. Oh, Laser? Ah, der kommt von mir. 72 Kupfer habe ich. Ich habe übelst viele Trümmer einstecken. Mal gucken, ob wir die für irgendwas benutzen können. Ich nehme mal noch das Eisen hier mit und dann machen wir zur Base zurück. Dann raffinerieren wir Ressourcen und dann versuchen wir unsere kleine Drohne auszubauen. Aber ich hoffe, wir können bald bessere Waffen herstellen. Vor allem bessere Abbauwaffen und so. Das dauert alles ewig. Wir brauchen viel größere Räder etc. So, auf jeden Fall bin ich ja zu Hause. Das ist schön. Mit N kann ich übrigens die Karte öffnen. Ah, da sehen wir auch unsere Base dann. Das ist ja cool. Das ist aber gut gemacht. Ach, das ist richtig cool gemacht. Schaut mal. Was? So, Raffinerie. Workbench zugreifen. Und jetzt einfach drauf drücken, ne? Und wir brauchen jetzt noch Strom. Ich muss den immer ausmachen, den Generator, wenn ich nicht da bin. So. Okay. So, ja gut, da ist es. So, kann ich den nochmal ausmachen? Einfach nur V drücken. Damit wir keine Energie jetzt verpulvern. Ich mach's ja erstmal hier. Hätten wir. Power an. Wir können jetzt aus diesen Trümmerteilen Kohlenstoff herstellen. Das ist ja übelst gut. Rein da. So, Generator an. Bupp. So. Und theoretisch... Ja, sehr geil. Wir machen jetzt aus diesen Trümmerteilen, die wir immer wieder mitbekommen haben, Kohlenstoff. 10 Stück habe ich. Und weiter. Das ist ja richtig geil. Okay, dann wandle ich erstmal alles um. Ich frage mich, ob ich irgendwie eine Warteschlange erstellen kann oder so. Gold, Lithium. So, ich habe keine Trümmerteile mehr. Okay, und wir sollen jetzt Aluminium umwandeln.
Hier ist Aluminium. Raffiniertes Aluminium. Das dauert deutlich länger. Ich wünsche mir eine Sortierfunktion. Okay, wir haben jetzt 6 raffiniertes Aluminium. Und Kupfer sollen wir auch raffinieren. Ah, ich kann einfach hier draufdrücken. Ich muss das gar nicht reinziehen. Hauptsache, ich habe das im Impf. Und hier kann ich auch eine Warteschlange machen. Okay, sehr gut. Wir haben die Lizenz bekommen, einen kleinen Batterieblock zu erstellen. Blockpedia. Okay, das sind alle Blöcke, die wir aktuell herstellen können. Armor, Connector. Und ich glaube, die ganzen Blueprints schalten wir dann frei. Vor allem, indem wir andere Thronen erlegen. Jetzt stellen wir den Blockfabrikator her. Wir brauchen dafür aber noch ganz viel Eisen, Kupfer und Silikon. Hier gab's Silikon. Oh Gott, das dauert ja ewig. Oh je, ich habe 2 Silikone rausbekommen. Wir müssen versuchen, mal auf diesen Computer da vorne auf das Cockpit zu schießen. Wenn das kaputt ist, dann kriegen wir, glaube ich, alle Teile oder so. Zumindest war das früher so. Ne, Vorgänger. Ja? Okay, hätten wir. Okay, jetzt war es alles kaputt gegangen. Was haben wir jetzt bekommen? Nur ein bisschen Munition. Das ist enttäuschend. Da hinten ist irgendwas Blaues. Was ist das? Chlor und Sodium. Ich nehme es mal mit. So, einsammeln und weg. Au! Oh Mann! Oh oh. Okay, wir sind kaputt. Und jetzt? Hab ich jetzt meinen Stuff verloren? Ich habe meinen ganzen Stuff verloren. Oh, ehrlich jetzt. Ja. Wieso bin ich immer kaputt? Oh, was ist das denn? Interact E. Ah, okay. Take all. Take all. Und weg hier. Weg von dem Baum. Und seit der ganze Zeit dieser Blitzbaum hat uns die ganze Zeit kaputt gemacht. Oh, er hat schon wieder sich aufgeladen. Okay, ich habe meinen Stuff wieder. Ich bin jetzt schon mindestens eine Stunde dabei, Sachen einzusammeln. So, ich sammle jetzt noch ein bisschen Silikon ein und dann machen wir endlich diesen Blockfabrikator. Nice. So. Okay, was kriegen wir hier? Wir haben ein Rad bekommen. Sehr geil. Small Wheel, das ist einfach nur ein normales Rad. Ja, wir brauchen App-Blöcke. Was ist das? Ein Connector. Ich mach den mal so ran. Und jetzt hier ein Rad. Das ist aber... Nee, das ist genauso groß wie uns. Das. Okay. Ich hab das Gefühl, dass wir jetzt aber schneller sind, Leute. Nee, ich glaube, ein bisschen besser steuert er sich jetzt. Ey, ich brauche unbedingt zweite Abbauwaffe. Oder 3 oder so. Und mehr Batterien. Jo, nice. Kann ich das einsammeln? Ja! Hier mit den Rädern. So. Okay, den haben wir kaputt gemacht. Den kleinen kriegen wir auch noch hin, oder? So. Sehr gut. Ja, mit dem Stuff. Oh, wir sind ganz schön voll. Basic Wheel. Upp. Ich frage mich, ob man die auch zerlegen kann, die Teile. Falls das gehen sollte, wäre halt total stark, ne? Okay, ich mache eben erstmal nach Hause. Und lade den Stuff irgendwie ein. Mal gucken. Unsere Base ist in der Richtung, ne? Ich bin ein sehr großer Fan, wie die Map umgesetzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Generator an. So, Workbench. Silikon rein. Okay, geil. Wir können endlich Blockfabrikator machen. Ja, machen wir es mal hier hin. Interagieren. Oh, wir brauchen mehr Stromproduktion. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Generator, wie es aussieht, hä? Hier eine Plattform hin, hier eine Plattform hin. So, dann Carbon rein. Läuft. Das Ding ist an. Jetzt hoffe ich, dass wir den betreiben können. Da sieht gut aus. Yo, hier können wir Waffen herstellen. Und hier Resource Laser. Herstellen. Und Raum. Und hier Batterie, kleine Batterie. Chlorin brauchen wir. Habe ich aber schon ein bisschen was gefarmt. Das sind diese blauen Ressourcen. Weil die Batterien sind so schnell alle jedes Mal. Okay, ich mache erstmal so viel Batterien wie möglich. Vielleicht noch eine Batterie, bitte.
Was ist das hier? Das ist mein Cargo. Dann können wir mehr tragen, oder? Ich brauche mehr Platz. Theoretisch, wenn ich jetzt hier die Räder wegnehme. Ich hau die mal eben in Storage rein. Was ich so geil finde, dass hier alles automatisch sortiert wird und kategorisiert ist. So, Small Battery. Können wir jetzt auch hier oben einfach platzieren. Okay, dann mache ich doch erstmal so hier. Dann hole ich hier nochmal ein Wheel ran. Ach, warte mal, das ist aber anders aufgebaut. Das ist so hier. Ist das größer? Ist das gut, Mann? Speed 1, Handling 2. Speed 2, Handling komplett voll. Was ist das hier? Das ist ein Basic Wheel. Also das hier ist besser, das rechte als das linke. Das rechte sieht auch ein bisschen anders aus hier. Schaut mal die Felge mit der Felge. Ja, also das ist ein bisschen besser. Resource Laser, genau. Den können wir jetzt einfach hier oben drauf platzieren eigentlich. Hätten wir. Ich würde mal das hier kurz runternehmen. Ich habe das so gerne so ein bisschen sortierter. Und die Waffe holen wir erstmal hier hin. Okay, so, wenn ich jetzt schieße, feuern beide Laser. Aber zielt der auch mit? Ja, der zielt auch. Ich könnte es auch so hier machen. Wenn ich jetzt linke Maustaste mache, dann schießen alle Waffen, oder? Ja, okay, alles klar. Ich hole mal noch eine Batterie. Noch eine Batterie, bitte. Ich mache gleich noch einen Ressourcenlaser, wenn es möglich ist. Oh, ich mache zwei Batterien. Ist okay, dann können wir länger abbauen. Finde ich super. Ich gehe jetzt erstmal voll auf Batterien und Ressourcenlaser. So, Ressourcenlaser. Da geht noch was. Sehr cool. Sehen, ob wir auch zwei machen können. Ja, wir können zwei machen. Hä, hey, voll geil, Mann. Dann geht das jetzt richtig schnell gleich, hoffe ich. Ey, bin ich super gespannt. Ich mache noch einen. Drei und drei Batterien. Okay, mal sehen, ob wir die irgendwie unterbekommen. Batterie. Können wir jetzt hier noch eine hinsetzen? Hier. Ja, super gut, ey. Wobei ich ein bisschen Angst habe, wenn die zerstört werden, dass sie explodieren und bei uns alles gleich kaputt geht. Das kann halt auch sein. So. Und seitlich geht auch. Ah, schaut mal hier. Reaktor. Ich glaube, ich habe zu viele Teile verbaut. Ich nehme mal die hier runter. Die hier hin. Und die Batterie nehme ich auch runter. Jetzt sind wir bei 121. Jetzt ist die Frage, wie kann ich die Reaktorkapazität erhöhen? Was passiert, wenn wir jetzt fahren? Okay, das ist geil. Das ist geil. Oh, der Sound ist ja übelst geil. Okay. So, Moment, lass mal noch rumfärben. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass die Reaktorkapazität leicht überschritten ist. Mal schauen. Kann sein, dass wir das irgendwann explodieren. No. So, okay, cool, jetzt ist alles so schwarz. Können auch so machen. Ja, mal so hier. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt, wie wir abbauen. Ich räume meinen Impf mal eben noch schnell auf. So gut, ja, das Kohlenstoff war ja davor schon instant weg. Ey, weil ihr wisst ja aber, ich bin ein ganz großer Fan davon, dass der Sound jetzt viel mächtiger klingt. Das ist ja halt cool. Das fühlt sich richtig gut an. So, Achtung, das hier hat davor ewig gedauert. Viel besser. Viel besser. Oh, da hinten ist ein Gegner. Moment. Feuer. Ich brauche unbedingt mehr Batterien. Okay, happen. Warte mal, das Rad, das sah gut aus. Das war ein größeres Rad, glaube ich. Nur ein Basic Wheel. Okay, das ist enttäuschend. Ich hoffe, wir können die irgendwie zerlegen, die Sachen, ey. Schaut mal hier, wir sind, glaube ich, zu warm. Okay, ich nehme mal einen Laser runter. Oh, warte mal, wir werden kühler, wenn wir im Wasser sind. Schaut mal hier, Temperatur. So, ich würde mal einen Laser runternehmen, damit wir wieder hier Reaktorkapazität unter 120 sind. Hier sehen wir übrigens auch, wie schnell wir aufladen. Das müssen wir als nächstes dann erstmal pushen, dass die Batterien schneller voll sind. Aber das ist jetzt gerade viel angenehmer. Und kann es sein, dass die Batterie jetzt viel länger gehalten hat? Weil wahrscheinlich wegen der Reaktorkapazität. Ja, die halten jetzt viel länger. Sehr gut. 73 Kupfer und über 100 Eisen. Das sieht gut aus. Dann wir nach Hause. Cargo-Block. Genau, das wollen wir herstellen. Mal sehen, wie viel das jetzt bringt. Und drauf. Okay, eine ganze Zeile. Sehr gut. Wenn ich jetzt die Batterie drauf haue, dann geht Reaktor leider noch zu weit nach oben. Ja, schau doch mal, wie die Temperatur jetzt hier viel weiter oben ist. Wir sind jetzt bei 48 Grad. Wenn ich das runternehme, alles okay und wir sind bei 20 Grad Celsius. Gut.
Dieses Storage, wie viel macht das aus? Das macht 4. Okay, dann brauche ich noch ein Storage. Dann sind wir exakt bei 120. Interagieren. Small Cargo. Erstellen. Ich versuche jetzt erstmal mit den Abbauwaffen zu kämpfen, weil das hat auch funktioniert. So. Upp. Okay, cool. Jetzt haben wir ordentlich Platz. Dann lass mal gucken, dass wir ein paar Gegner finden. Okay, drauf. Der ist tot. So gut wie zumindest. Jetzt. Können wir das schon einsammeln? Jo, wir können alles einsammeln. Sehr geil. Und den Kollegen noch. Na komm. Hätten wir auch. Okay, viel besser. Wenn man das mit dem Anfang vergleicht. Wir haben eine kleine Achse bekommen. So. Okay, hätten wir. Munition einsammeln, Räder einsammeln, alles einsammeln, was geht. Ah, Silo herstellen. Ja gut, das macht Sinn. Da können wir bestimmt Ressourcen einlagern. Geht los. Okay, hätten wir. Ich würde die Ramp mal eben kurz hier hinhauen. Dann hier noch eine Plattform hin. Hier auch. Ich meine, ich kann das hier vielleicht eins nach rechts verschieben. Genau, das hier hin. Und daneben hätte ich gerne noch eine Ramp. So ist besser. Und hier vielleicht noch eine Plattform. Hier würde gehen. Und Silo. Ist einmal eins groß. Okay, interessant. Machen wir es mal hin. Schauen wir uns das erstmal an. Interagieren. Gut. Jetzt kann ich hier einfach den Stuff reinhauen. Hier haben wir bessere Reifen. Kleines Rad. Shifted. Wir haben doppelt so viel Speed. Und Lenkung ist deutlich besser. Okay, dann lass mal das kleine Rad freischalten. Mittlere Maustaste. Cool. Okay, das ist krass, Leute. Schaut mal hier. Hiermit haben wir dann so eine Rotationsmöglichkeit für die Waffen, wenn wir das freischalten. Jetzt muss ich nur eben schauen. Also wir haben, glaube ich, bisher erst eins von diesen guten Rädern. Das ist Basic Wheel, das ist Small Wheel. Wiegt doch beides gleich viel. Okay, also 5 Stück müssen wir quasi machen. Das wäre dann das hier, Small Wheel. 1. Mal sehen, wie viel wir jetzt machen können. 2 erstmal, wie es aussieht. Wir könnten natürlich versuchen, auch nur 4 anstatt 6 Räder zu benutzen. Dann würden wir auch weniger wiegen, aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Aber es passiert jetzt nichts. Nur wenn ich jetzt Tab drücke, würde alles zusammenbrechen, glaube ich. So, Small Wheel. Machen wir hier hin. Dann hier und hier. Jetzt überlege ich noch, ob es nicht schlauer wäre, wenn wir hier vorne was hätten noch. Okay, wir sind noch so ein bisschen doof nach vorne. Ich brauche nur 2 Räder mehr, Leute. Okay, jetzt können wir nochmal 2 herstellen. Dann haben wir erstmal nur ein Small Wheel, was ja in Ordnung ist. Jetzt überlege ich nur, ob ich mal ein bisschen auf Jagd gehen will. Dann müssen wir noch ein paar Waffen herstellen. Da unten ist auf jeden Fall was und da hinten leuchtet auch was. Da ist auch einer. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Ist platt. Ich überschlage mich, aber es liegt daran, dass ich... Und alles einsammeln. Okay, das geht gut mit den Waffen. Müssen wir auch noch ein bisschen mehr Muni herstellen. Oh, ich hab große Reifen bekommen, Leute. Wenn ich das jetzt wegnehme... Ist gut. Können wir machen. Stattdessen... Ey, yo, dann würde ich das aber lieber... Sekunde. Das wegnehmen. Hier im Platzieren. Da bin ich ja gerade... Jetzt, genau. So. Ja, viel besser. Und das hier nehmen wir auch weg. Und dafür... so hier. Ey, wir sind aber bedeutend schneller, habe ich das Gefühl. Auch so ärgerlich, dass ich den nicht einsammeln kann. Hier von... Ah, hier sieht es gut aus. Hier komme ich rüber. Okay. Was ist da? Ey, voll cool mit den dicken Reifen. Wow, das sind die Sachen, die wir jetzt kriegen? Nice. Aber hier können wir doch voll die Teile abbauen und die dann einfach mit nach Hause nehmen, theoretisch. Zum Beispiel das hier, was auch immer das ist. Ja. Jetzt können wir die Teile einfach mitnehmen, oder was? Jetzt gehört's uns. Okay. Schau mal hier, Navigator Cap. Das ist eine neue Kabine. Dann haben wir vielleicht, können wir mehr Blöcke verbauen. Ist ja geil. Scout Cap. Navigator Cap. Dafür brauchen wir Gold, um das herzustellen.
gut, das fühlt sich aber gut an mit dem Rad da hinten. Moment, was ich jetzt abmache? Oh, das ist aber auch gut. So, wir müssen die Feuerpower noch erhöhen. Können so machen. Auch noch. So, und jetzt hier nochmal so ein Ding drauf und hier so ein Ding drauf. Okay, das sieht ja schon mal gut aus. Also, er ist jetzt super leicht und lässt sich super gut steuern und sieht jetzt erstmal so hier aus. Ja, so vielleicht. Das sieht gut aus. Dann machen wir das hier ab. Und hier auch. Mal sehen, wie das ist. Das fühlt sich richtig gut an. Das sind auf jeden Fall viel, viel, viel schneller. Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. So, 3 müssen wir noch kaputt machen für die Quest. Jetzt 2 sogar. Ist down. Die sind alle auseinanderfallen. Okay. Mit dem Stuff. Hätten wir... Ich glaube, wir sollten versuchen, den Scrubber herzustellen. Dann können wir bestimmt Teile zerlegen und kriegen dann die Ressourcen. Das wäre super gut. Rein da. Okay, geht los. Nice. Ich hoffe, das reicht schon. Okay, machen wir es mal so. Interagieren. So, jetzt können wir hier Sachen reinhauen. Bitte, lass es funktionieren. Yo! Oh, Gott sei Dank. Oh, sehr gut. Guck mal. 5 Eisen, 3 Carbon pro Rad, oder? Sehr schön. Okay, genau darauf hatte ich gehofft. Hierfür kriegen wir raffiniertes Eisen. Sehr geil. So, der Scrubber muss weiterlaufen. Ich würde mal die Spotlights zerlegen. Sehen wir, was wir da kriegen. Raffiniertes Silikon. Okay, geil. Weil Silikon abbauen ist übelst nervig. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, dass wir daraus wieder vielleicht sogar normales Silikon machen können. Riesenfan von dem Teil. Der Scrubber ist einfach übelst gut. Okay, jetzt kriegen wir nochmal 300 Schuss. Ey, wir könnten natürlich gleich 600 Schuss machen. Ich das mal hier hin. Machen wir so. So. 600 Schuss kriegen wir jetzt rein, sehr geil. 2 und jetzt können wir das große Silo machen. Ich hoffe, da passt richtig viel rein, Alter. Jetzt. Stufe 3 Silo wird hergestellt. Yo. Okay, Moment, ich mache noch so eine große Plattform. Ich hätte die gerne so hier platziert. Und da ist das Silo. Yo! So muss das aussehen. So, nicht anders. Wunderbar. Okay. Die Munition müsste eigentlich fertig sein. So gut wie? Auf jeden Fall haben wir 700 Schuss. Das ist schon mal gut. Wenn wir jetzt Teile einfach scrappen können, würde ich glaube ich jetzt erstmal noch ein paar platt machen, Teile sammeln, die zerlegen alle. Und wir schalten neue Teile frei. Und gucken mal, was es noch so gibt. Kriegen wir die jetzt. Dann holen wir das Ding hier hin. Hier hin. Sehr gut. Dann nochmal einfärben. Und speichern, bitte. Das ist jetzt die neue Kampfversion erstmal. Okay, 5 Kanonen haben wir drauf. Dann lass mal ein bisschen was platt machen hier. Jetzt können wir alles scrappen. Was ist das hier? Das ist neu. Ungewöhnlich. Aber schaut mal unten. Es gibt dann irgendwelche Modifikatoren, wenn man die richtig platziert, die Teile anscheinend. Interessant. Können wir die eigentlich auch zerschießen hier? Wird einfach nur groß, okay. Ey, yo, der hat ein Schutzschild, oder? Ich will das Schutzschild haben. Ja! Das ist sogar selten. Damit können wir ein Schild generieren. Bam! Hohoho! Nur auf dem Bordcomputer. Oh Mann, wir brauchen mehr Platz. Boah, mittelgroße Batterie. Das geht. Ich bring das erstmal alles nach Hause, okay? Okay, da ist noch einer. Dein. Nee, das ist schlecht. Raketen! Hätten wir. Ja. Okay, wir lagern erstmal alles ein.
Ah, die haben ja sogar solche Farben oben. Also grau ist normal, grün ist ungewöhnlich, blau ist selten. Gibt bestimmt auch episch, also lila oder so. Sowas mag ich ja. Finde ich schön. Ich mag ja so Farben. Ah, schaut mal, jetzt haben wir hier vorne ein Schild. Ich kann sogar so machen. Kann man hier und hier machen. Sieht doch gut aus. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die in das Schild reinschießen. Probier's mal. Die können dort schießen, wie es aussieht. Okay, das war erstmal ein kleiner Ersteindruck von mir. Das Spiel erscheint am 22.03. im Early Access und ihr könnt das Game dann übrigens auch im Koop mit bis zu 4 Leuten zusammenspielen. Den Link zu TerraTech Worlds findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt bitte an den Daumen und Feedback. Der Support würde mir auf jeden Fall gut weiterhelfen und lasst mich auch gerne in den Kommentaren mal wissen, was ihr so von dem Spiel haltet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Bean.